Shalom, Shalom. Wir grüßen euch wieder allerliebst aus dem Hotelgarten in unserem African Village Hotel. Und das letzte Video, das wir gemacht haben über das Buch Biblischer Umgang mit Finanzen, hat so vielen Leuten wirklich, hat so viele Leute angesprochen, dass ich euch heute noch einmal ein Buch empfehlen möchte. Bitte kein Druck, kein Zwang, gar nichts, aber wir sollen doch uns mit guten Dingen versorgen. Und der Pastor Daniel und ich haben ein Buch gemeinsam geschrieben. Das heißt, ab durch die Decke, hinein ins Reich Gottes. Die Herrlichkeit Gottes wartet auf dich. Und dieses Buch gibt es auch auf Englisch. Up through the ceiling into the kingdom of God, the glory of God is waiting for you. Das Englisch ist eine Taschenausgabe und das ist eine feste, wunderbare, gibt es vom SCM Verlag, kostet 20 Euro. Aber ihr Lieben, dieses Buch hat wirklich, es hat auch mich in der Vorbereitung sehr berührt. Und zwar, in welcher Zeit sind wir? Wie sollen wir uns jetzt verhalten? Also es geschieht ja so viel um uns herum, dass wir eigentlich genügend Material hätten, um depressiv zu werden. Um negativ anfangen zu leben und zu denken, was hat das Leben noch für einen Sinn? Es nehmen auch die Selbstmordraten unwahrscheinlich zu. Und auch unsere Hörrechte, die Psychiatrien in Europa sind voll mit Jugendlichen, weil sie eben keinen Sinn mehr sehen für ihre Zukunft. Aber ich glaube, wir leben in den aufregendsten Zeiten, die diese Welt je gesehen hat. Und zwar, dass wir in der Endzeit sind und dass höchstwahrscheinlich Jesus kommen wird. Bald uns, dass wir das erleben werden. Und da haben der Pastor Daniel Exler und ich ein Buch geschrieben. 50-50-50 haben wir da immer zusammengetan, die einzelnen Kapitel. Und wir sind sehr dankbar. Die gute Monika Müller hat uns geholfen, das Buch wieder schön in eine ordentliche Fassung zu bringen. Und ich würde euch raten, schaut jetzt, wir haben Geburtstage, wir haben jetzt bald, Weihnachten ist immer sehr weit weg, das geht ja alles so schnell. Aber die Bücher, die wir lesen, ihr Lieben, und die Menschen, denen wir begegnen, haben einen großen Einfluss auf unser Leben. Und so, ich verschenke heuer zu Weihnachten, im kommenden Weihnachten, nur Bücher. Bücher, die die Menschen ermutigen, auf Jesus zu schauen, zu glauben, dass wir in der besten Zeit leben, die es je gab. Denn das ganze Universum wurde geschaffen, um für den Herrn Jesus Christus eine Braut zuzubereiten. Und das ist jetzt der nächste Schritt, ihr Lieben. Jesus kommt. Und da möchte ich euch nur die Kapitel da raus aus der Angst, das Alte zurücklassen, Vergebung, den Willen des Vaters tun, Glaube, wahre Größe im Reich Gottes, der Heilige Geist, Wohlstand und Großzügigkeit, die Macht der Worte. Und das letzte Kapitel gefällt mir am besten. Verlass den Hühnerstall und werde ein Adler. Ja, wir sind jetzt alle sehr herausgefordert in dieser Zeit. Also wir haben weder Fernseher noch Radio noch Zeitung. Und trotzdem kriege ich genug mit dem Kleinen, mit meinem Telefon, ja, mit dem Handy. Was in der Welt los ist. Kriege überall und Erdbeben und Vulkanausbrüche und also es ist wirklich nicht lustig. Und wir brauchen jetzt ein ganz solides Fundament, auf dem wir stehen und wo wir wissen, dass keine Waffe, die gegen uns geschmiedet wird, uns gelingen wird. Keine Waffe, die gegen uns geschmiedet wird, wird es gelingen, uns zu schaden. Und wenn Gott für uns ist, wäre es dann gegen uns. Aber es geht nicht so weiter, wie es immer war. Es ist jetzt jeder gefordert, sich zu verändern. Erstens einmal müssen wir heraus aus allen Angstmustern. Angst, ihr Lieben, ist im Englischen Fear, F-E-A-R, False Evidence Appearing Real. Heißt, falsche Tatsachen erscheinen uns als real. Und ich garantiere euch, wir werden mit sehr viel Lügen, mit sehr viel Halbwahrheiten bombardiert und auch geknechtet und gequält. Und wir müssen in ein Leben des Glaubens durchbrechen. Und zwar glauben, was Gott sagt. Und Gott sagt Wunderbares über uns. Fang doch an, die Bibel zu lesen.
und sage, Heiliger Geist, sprich zu mir. Ich lese mit meiner Familie jeden Tag das Wort Gottes, aber jeden Tag noch früh und abend lesen wir den Psalm 23, den Psalm 91 und dann den Psalm 51. Und es gibt uns sehr viel, das Wort Gottes immer wieder erfrischend in den Raum zu stellen. Ja, aber Glaube, ihr Lieben, wir müssen ein Leben des Glaubens leben. Und Glaube auf Englisch heißt Faith, F-A-I-T-H, for all I trust him, für alles vertraue ich ihm. Und das ist jetzt wirklich das Wichtigste, dass wir für alles ihm vertrauen. Aber das größte Vertrauen natürlich, dass ich jedem empfehle, der dieses Video sieht, ist, dass du weißt, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Wisst ihr, die Ewigkeit ist ewig, ewig, ewig. Da gibt es keine Änderung mehr. Wenn du einmal den letzten Atemzug getan hast, da gibt es kein Zurück mehr. Da ist dein Schicksal beschlossen, dass du dich entschieden hast. Denn wir wissen ganz genau, dass alle Religionen auf dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse aufgebaut sind. Und von dem soll man ja nicht essen. Und den hat besonders die westliche Welt nicht nur von dem gegessen, sondern den Baum gefressen. Man muss alles verstehen, es muss Sinn machen, man ist in Kontrolle. Und das ist der Baum, von dem Gott sagt, von dem dürfen wir nicht essen, sonst werden wir sterben. Und das ist eben der Baum der Selbstgerechtigkeit. Ja? Man endet dann als selbstgerechter Pharisäer, aber du bist nicht so rein, heilig, total, ohne Sünde, was du brauchst, um vor Gott bestehen zu können. Und nur die, die erkennen in ihren Religionen, ich bin sie, die Hauptsache, die kann es nicht, was es braucht, um vor einem absolut gerechten Gott, allwissenden Gott, bestehen zu können, die wissen, ich brauche Hilfe. Und diese Hilfe hat uns der Vater im Himmel geschenkt in seinem Sohn Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und es heißt auch im Johannes 1,12, wer mich aufnimmt, der hat ewiges Leben. Amen. Wir werden als Geschöpfe Gottes geboren, aber nicht als Kinder Gottes. Kinder werden wir erst, wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen und mit ihm leben. Ja. Dann, wisst ihr, es geht nicht mehr darum, unseren Willen zu tun, sondern den Willen des Vaters zu tun. Jahrhunderte haben wir gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Raus aus dem Gebäude, was wir Kirche nennen. Gott wollte nie in einem Gebäude leben. Der will in Menschenherzen leben. Schon gar nicht in einem Tabernakel. Der will in dir leben und in mir leben. Und dann sind wir heraus aus dem Gebäude und dann war das da draußen. Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Aber dabei haben wir im Vater unser gelernt. Sein Reich komme, sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, dass ich jeden Tag, bevor ich aufstehe, schon sage, lieber Vater im Himmel, wird spannend, was du heute im Himmel vorbereitet hast für diesen Tag. Lass mich alles herunterholen auf die Erde. Und er ist da unwahrscheinlich kreativ und zeigt uns, was er vorbereitet hat. Ja. Und Glaube, ihr Lieben, Glaube ist so ein wichtiges. Glaube heißt nicht nichts wissen, sondern Glaube heißt, Gott mehr zu vertrauen als all Umständen. Und das ist ein gutes Kapitel vom Pastor Daniel. Dann wahre Größe im Reich Gottes. Der Herr wird in den Schwachen mächtig sein. Die Letzten werden die Ersten sein. Gib und du wirst empfangen. Wisst ihr, vielleicht habt ihr schon die über 40 YouTubes angeschaut, die der Pastor Daniel Eckel und ich gemacht haben über die Reich Gottes Prinzipien. Und das würde ich euch raten, das noch jetzt in diesen Tagen anzuschauen. Denn im Reich Gottes zählen ganz andere Maßstäbe wie in der Welt. Dann der Heilige Geist. Und da habe ich heute noch ein sehr gutes YouTube über den Heiligen Geist. Denn es ist ein Wunder geschehen in Deutschland in den letzten Wochen, was ich mir kaum vorstellen konnte. Ein Geheimnis. Dann Wohlstand und Großzügigkeit. Ihr Lieben, wir sind ein Segen, um zu segnen. Gott segnet uns, damit wir andere segnen können. Nicht, dass wir horten, sondern dass wir andere
anderen zeigen können, die Liebe Gottes. Dann die Macht der Worte. Ich garantiere euch, das wird jeden von euch segnen. Denn hier ist die Macht in unserem Leben, was wir aussprechen. Und mit deinen Worten kannst du die ganze Umgebung von dir verändern. Kann man ganze Nationen verändern. Es ist eine unausdenkbare für den Menschen Kraft in den Worten, die gesprochen werden. So, passt auf. Und dann eben verlass den Hühnerstall und werde ein Adler. Das ist jetzt ein Lieblingskapitel von Pastor Daniel. Die Hühner, die gackern nur, sind im Hühnerstall und sind wirklich sehr dumm und sind eigentlich nur für die Bratpfanne geschaffen. Wir sollen ein Adler werden. Wenn wir als Huhn leben, dann werden wir verbraten. Ihr Lieben, der Herr hat uns als Adler berufen zu sein. Und da hat der Pastor Daniel ein sehr ausgiebiges Kapitel geschrieben über den Adler. Und also dieses Buch empfehle ich euch sehr zu verschenken, zum Geburtstag, zu Hochzeiten, zu Weihnachten jetzt. Und es wird ein Segen sein für alle. Glaub mir, das hat der Heilige Geist geschrieben. Und da möchte ich da hinten noch was lesen. Glaub dich frisch und erlebe, dass Herrlichkeit ankommt. Maria Brehen und Daniel Exler inspirieren uns dazu, frische Zeugnisse in unserem Alltag zu sammeln, wo wir tatsächlich erleben, was wir glauben. Denn wer, wenn nicht unser Herr, Jesus Christus, hat die Kraft, Wunder zu tun und kann uns Freude in allen Umständen schenken. Freut euch alle Zeit, ja? Und so, dieses Buch ist ein Hoffnungsbuch. Schauen wir zuerst auf Gott und sein Reich, dann wird uns alles andere zufallen. Ich werde vor Zufällen manchmal fast erschlagen. Und das wünsche ich dir auch, dass du vor himmlischen Zufällen fast begraben wirst. Amen. Denn Gott möchte dich segnen. Gott ist ein segnender Gott. Aber er kann dich nur segnen, wenn du auf Segen eingestellt bist. Okay? Also dann, Shalom, Shalom. Und bis, übrigens, das kann man auch im Internet bestellen. Und das Deutsche auch beim SCM Verlag. Ich freue mich über gute Rückmeldungen von euch, ob ich wirklich die Wahrheit gesprochen habe. Ja? Und wir lieben euch und wir beten für euch und wir beten um Weisheit für euch. Denn, ja, die Zeit ist nicht einfach. Vor allem nicht, wenn man in der westlichen Welt lebt, die so unter dem Baum der Erkenntnis geknechtet ist. Und dem Baum, von dem wir nicht essen sollen, sonst werden wir sterben. Also bitte, kommt zum Baum des Lebens. Der Baum des Lebens ist innige, intime, permanente Liebesbeziehung mit Gott. Und dann weißt du, dass Gott dich auch im Feuerofen tanzen lässt. Dass Gott alle deine Bedürfnisse befriedigt, gemäß seines Reichtums in Herrlichkeit. Und dass keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, es gelingen wird, dir zu schaden. Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Shalom, Shalom.